Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown und Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, wir haben jetzt hier nach wie vor den Mythic Teddy in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein, wie es hier so aussieht. Mythic Brian ist jetzt hier als Pack da. Mythic Brian mit Highschool Linda. Quahog Preschool, Henry, Hey, Betty Bater und Philip J. Fry. Ja, Ryan cool, Quahog Preschool, Henry, Hey, Betty Bater, Philip J. Fry, Highschool Linda, jetzt nicht wirklich der Oberbringer. Mythic Brian werden die wenigsten von uns sich holen können. Da werden würden einige Packs für drauf gehen. Ja, insofern, ihr könnt gerne euer Glück versuchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man den Mythic Brian einfach so lucky zieht. So, dann haben wir die Obedience Box. Die ist nach wie vor ziemlich geil. Hier ist auch Bill Daugherty mit Dr. Amy Wong, Mr. Front und so weiter. Obedience School Brian, mega geile Box eigentlich. Meatman Box bin ich jetzt nicht ganz so begeistert davon. Meatman Sculptor, Zeb Brannigan, Portrait, Ghost Boy, Peter's Drawing. Natürlich der Bill Daugherty wieder geil. Klaus Heißler, naja. So, dann wären wir hiermit auch schon soweit durch. Dann gehen wir in die Meisterschaft rein und da ist natürlich heute ein absoluter Ober-Mega-Knaller. Der Mega-Knaller ist mit Sicherheit nicht der Thinker-Ape. Definitiv nicht. Aber ist eine, also wenn man noch nicht so weit ist, ist die Kombo relativ gut. Habe ich in der Anfangszeit auch gerne gespielt. Dann schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. Combo. Also hier. Na. Irgendwie habe ich jetzt wieder einen Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, Moment. Bin ich ein bisschen durcheinander. So, alles klar. Das ist das da. Das war eigentlich die falsche. Mache ich jetzt mal Folgendes. So, jetzt sind wir da. Genau. Also, schauen wir in den Thinker-Ape rein. Das ist dieser hier. Und dann gucken wir uns den Thinker-Ape an. Das ist der hier. Den muss ich jetzt wieder ein bisschen zurechtdrücken. So. Weißt du, also momentan habe ich ein bisschen, ist alles ein bisschen durcheinander, seitdem das jetzt hier nicht mehr so im Firefox funktioniert. Ja. Da ist er, der Thinker-Ape. Und gucken wir uns das Ding mal an. Das ist die Amy. Die meisten von euch werden ihn ja kennen. Mit Kunstkarten. Hier zum Beispiel. Also wenn, dann müssen wir das Ding natürlich auch maxen, weil sonst macht es keinen Sinn. Maxed out. Gucken wir mal hier mit der Buzzsaw. Dr. Amy Wong. Hier auch mit der Buzzsaw. 19-fach Punch. 11-fach motivieren. Eine 16er Mauer, das ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht der Oberbringer. Also, gute Combo, aber 500 Gems, lohnt sich nicht. Ja. Sind wir auch weit von der First-Hitter-Combo entfernt. Wir sind jetzt hier bei 34 Angriff im First Hit. Also, das ist jetzt nicht so der Bringe, gell? Der Bringe. So, aber für Leute, die noch relativ weit am Anfang sind, ist das durchaus eine der stärksten Kombos, die ihr so am Anfang bekommen könnt. Die Amy könnt ihr schön zusammenfarmen. Ihr könnt auch den vitruvianischen Menschen zusammenfarmen. Das kann man relativ leicht alles zusammenbekommen.
Und hat dann gleich ein relativ starkes Deck, sage ich mal, in der Anfangszeit schon. Mit, wenn man jetzt den vitruvianischen Menschen dann noch mit dem Bob kombiniert. Dann eventuell noch ein Rifle mit reinnimmt, also ein Gewehr. Und dann noch die Peggy. Hat man eine schöne Dreier-Kombo. Amy, Bob, Peggy. Rifle, vitruvianischer Mensch, da kommt schon einiges Gutes zusammen. Also für die Leute, die noch am Anfang sind, das ist eine solide Mischung für den Anfang. So, und dann macht das natürlich hier Sinn. So, aber nicht für 500 Gems. Definitiv nicht, weil dann braucht ihr erstmal Gems für Karten und nicht für Kombos. So, dann sind wir hier beim Baby Quagmire. Und der Baby Quagmire, sorry, aber das ist absolut, das ist ein Baby. Das ist sowas von dermaßen lächerlich. Ja, schauen wir uns mal den Baby Quagmire an. Das ist der hier. Quagmire mit Kostümkarten. Selbst in der Mythic-Version ist der Quagmire ohne Combo stärker als dann zum Schluss der Baby Quagmire. Der Baby Quagmire kann nämlich gar nichts mehr und die paar Leben, die er da hat, die bringen ihm dann auch nichts mehr. Wenn ich mir anschaue, also hier hätten wir, nehmen wir mal ein Beispiel, bei dem Quagmire hätten wir 17-fach Leech in dieser Version. Ja, bedeutet also, er kann 17 Leben wieder heilen, wenn er einen Angriff durchbekommt. So, ja, was heißt das jetzt hier? 17 hätten wir 72 Leben quasi nach einer Runde. Da holt sich der 17 wieder zurück. Dann sind wir ja schon fast bei dem Ding. Na, spätestens 2 Runden später hat er theoretisch mehr Leben zusammenbekommen, als das Ding da überhaupt hat. Der Angriff relativiert sich. Wir haben hier eine Bombe, die nach rechts und links Angriff macht. Und wir haben noch eine Gasattacke. Also Quagmire ohne Combo definitiv besser. Wer einmal einen Quagmire im Deck hat, tut mir bitte einen Gefallen und tut euch bitte einen Gefallen und tut eurer Gilde bitte einen Gefallen. Und erforscht diesen Drecks-Quagmire bitte nicht mit Kostümkarten. Ja, weil ihr kennt die Automatik von Congregate. So, ihr habt euer Deck in der Verteidigung. Es ist Rumble oder sowas. Congregate, AI, Artificial Intelligence oder außergewöhnlich dumme Intelligence, kann man vielleicht auch sagen dazu. Und das Ding, da hast du dann einen Quagmire da draußen und dann macht er daraus unter Umständen eben ein Baby-Quagmire und dann freut sich der Gegner und denkt, oh wie geil, Quagmire Deluxe Lite in der Lite-Version. Völliger Nonsens. Also bitte nicht erforschen diese Combo, weil ihr sonst dem Gegner unter Umständen ermöglicht, euch leicht erschlagen zu können. Ja, wenn er gegen euer Deck mal kämpfen muss. So, ich kann es nur immer wiederholen, aber gut. So, dann geht's weiter. Dann sind wir mit dem Baby Quagmire durch. Dann kommen wir zu einer anderen Combo. Die ist schon ein bisschen interessanter. Das ist Better Up. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber ist zumindest interessanter. Wir machen allerdings hier aus einem Bob, der relativ gut angreifen kann, einen defensiven Bob. Also wir haben hier einen Bob mit Revanche, mit Punch und mit Craze. Das ist gut. Wir haben eine Blurns Ball, die ist so auch gut. Kann aber unter Umständen tatsächlich mal passieren, dass der Bobby, habe ich Bob gesagt, der Bobby, unter Druck gerät durch eine gegnerische Karte und dann plötzlich riskierst du die Karte zu verlieren. Und wenn du jetzt nicht unbedingt eine Kostümkarte hast oder einen Devil Bobby aus ihm machen kannst, dann kann es schon Sinn machen, den Better Up Bobby zu spielen. Insofern eigentlich eine Rettungslösung, sage ich mal. Das ist eine Rettungskombo. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die ist wirklich nur da, die Karte noch zu retten, wenn es nicht mehr anders geht.
Aber da für eine Rettungskombo gebe ich keine Steine aus. Also insofern Finger weg von dieser Combo, lohnt sich nicht, da Steine rein zu investieren. Aber jetzt kommen wir zu einer Combo, da lohnt es sich Steine zu investieren, sofern man den Bill hat. Und leider Gottes gehöre ich nicht zu den Glücklichen. Das ist schon, also Scottie Pippen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich beneide dich da schon. Er hat ja geschrieben, dass er den Highschool, also den Bill bereits zumindest mal gefused hat. Also so wie es aussieht, hat er ihn wohl dreimal. Ist kurz davor, den Quad zu Quad fusen. Dafür beneide ich dich, Scottie Pippen. Und jetzt solltest du spätestens zuschlagen bei dieser Combo, weil die ist der Oberbringer. Schauen wir mal in das Ding hier rein. High School Bill. Und jetzt vor allem, wir haben ja momentan den Educated BGE. Und da ist das ein absolutes Mega-Monster. Und gucken wir mal hier rein, was der so kann. Der High School Bill. Ich maxe das Ganze mal. Und dann gucken wir uns das mal an. Also hier selbst mit einem normalen Bill. In der seltenen Version. Also Bill war wirklich tatsächlich eine der Karten, die ich am längsten noch im Deck gehabt hatte als Grüne. Weil selbst da war er dann noch stark, bevor diese ganzen Legi-Buffs kamen und so weiter. Und jetzt guckt euch das an, was da hinten rauskommt. Wir haben jetzt plötzlich eine 13er Mauer. Also nur, das ist jetzt wie gesagt, wohlgemerkt, das ist der Epic Bill und den kriegt man leicht zusammen. Ja. 13er Mauer, 14 Angriff und 11-fach Grace. Ja, wenn hier die andere gemaxt ist. Also, das ist schon relativ stark. So, dann also für eine normale Rare-Karte ist das stark. So, dann gehen wir mal weiter runter. Da gibt es das dann noch mit dem Neil Goldman. Jetzt gehen wir mal zum Bill Daughtry. Da sieht die Sache äußerst gefährlich aus, wenn man sich das mal so anschaut. Ja. Hier haben wir plötzlich eine 19er Mauer, 20 Punch, 16 Grace, 21 Angriff, 81 Leben. Und da kann sich jeder natürlich denken, was da passiert. Wenn das Ding hier rauskommt, dann ist aber die Hütte am Kochen hier. Dann rockt hier der Peter oder der Bobby. Ach, der Bobby, jetzt bin ich schon wieder beim Bobby. Da rockt hier der Bill, sag ich mal, ja? So, also Quahog Preschool, gucken wir mal nach der stärksten. 19, 20, 16, 19, 20, 16. Aber wir haben hier mehr Angriffe, aber weniger Leben. 20, 21, 17. Und noch, oh, mit Henry Haber Debater. 20, 21, 17. Wer kann noch mehr? Dr. Bonjo. Wer kann noch mehr? 20, 21, 17. 20, 21, 17. 20, 21, 17. Natürlich der Neil Goldman, aber den hat man ja nicht komplett gemaxt. 20, 21, 16 mit Student Lucky. Ist auch nicht schlecht. 27, 65. So, 20, 21, 17 war das höchste Gebot. Und da kann man zuschlagen. Henry Haber Debater, 20, 21, 17, 29 Angriff, 61 Leben. Wenn wir das Ding hier natürlich jetzt dann auch noch in irgendeiner Form mit einer Combo Mastery versehen kann, dann haben wir plötzlich 22, 23, 19 plus 32 und 67 Leben. Ja. Da kann jeder ausrechnen. Das Ding ballert und knallt. Richtig. Dazu kommt dann noch der Educated BGE. Na? Also Educated BGE ist da. Den haben wir hier. Da haben wir momentan folgende besondere Events. So, wo ist er denn, der Educated BGE? Der ist noch hier. Das haben wir dann leider ab morgen nicht mehr. Also ab heute dann. Hier ist Winter Break. Bombe. So. Bombe und Leech vom Basic Attack Value. 50% Bombe und Leech. Das käme ja hier noch mit hinzu zu diesem Mega Monster Ding da. Bombe und Leech.
Nochmal hier rein in die Meisterschaft. So, dann sind wir nochmal bei dem. Machen wir das Ding nochmal rein. Und aktuell seht ihr ja selber, er hat 29 Angriff in diesem Fall hier. Dann 50%. Bombe. Also Leute, 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 Leute. Zieht euch das mal rein. 50% Bombe. Das sind hier 15 Bomben. Ist hier eine 15er Bombe. Die hier nach rechts und links auch nochmal knallt. Plus nochmal 15%, 15 Leech. Ja? So. Wenn wir hier 32 Angriffe haben, dann haben wir eine 16er Bombe sogar. Und 16 Leech. Also, solange der Educated BGE ist, das Ding ist ein Killer. Das Ding ist ein Killer jetzt im Rumble. Und ich bin ganz ehrlich überhaupt nicht glücklich darüber, dass diese Combo jetzt einen Tag vor, also direkt zum Rumble-Start plötzlich hier drin ist und ich den Bill nicht habe. Also zumindest nicht in der Stärke, wie ich ihn haben möchte. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Like und einen Kommentar freuen. Dann abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animations Rollout Daily Shop News mit mir, dem Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.